So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, es ist mal wieder Montag, der 11.7. Aufnahmezeitpunkt 11.14 Uhr. Das heißt, wir haben eine neue Woche in Rush Royale. Wir haben heute einiges zu tun im Video. Wir fangen mit dem ersten an. Die Fraktion der Woche ist gestartet mit dem Fraktionssegen Allianz des Waldes und Booster kritischer Segen. Das erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer für die Einheiten dieser Fraktion um 4% für jede Einheit im Deck. Ja, ihr seht schon, Boreas ist interessant, Klingentänzer. Eine Dryad kann man gut mit einbauen, vielleicht aber auch Decks hier mit dem Shinobi und dem Jäger. Also da geht diese Woche, denke ich, einiges. Wir werden damit jetzt aber nicht spielen tatsächlich. Das verschieben wir auf morgen. Da gucken wir uns das Deck der Woche oder ja die Fraktion der Woche nochmal etwas genauer an. Denn wir haben hier noch einiges mehr heute zu besprechen. Und ich muss gleich auf Arbeit, deswegen nicht ganz so doll trödeln. Erstmal, das ist die Fraktion der Woche. Wisst ihr Bescheid hier. Ich habe gestern hier schon mal ausprobiert. Hier muss aber auf jeden Fall noch der Portal-Opa mit rein, damit ihr schon mal einen Überblick habt. Dieses, ja, Klingentänzer-Statue-Deck kann man auf jeden Fall spielen. Ansonsten hatte ich gestern auch noch eine weitere Statue. Bin ich am überlegen, ob sich das wirklich lohnt, die jetzt hochzuleveln. 1% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Schreibt es mir in die Kommentare, soll ich das hochleveln oder nicht. Ja, dann wollen wir über was reden, was ich euch noch ein bisschen schuldig bin. Clan-Tournament 2.0, da gab es tatsächlich schon die Infos vor ein paar Tagen, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, war ein bisschen beschäftigt am Wochenende, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und deswegen reden wir heute über Clan-Tournament 2.0. Ja, die globale Strukturänderung der Turniere erwartet uns mit Update 14.0, also ich schätze mal eventuell schon diese Woche, Ende der Woche, mal schauen. Das Turnier wird in 4 Phasen unterteilt, die jeweils eine Woche dauern. In der ersten Woche haben die Spieler Zeit, die höchstmögliche PvP-Wertung zu erreichen. Die Divisionen werden basierend auf der Gesamtwertung des Clans verteilt. Das heißt, wir werden alle eingerankt in Divisionen, je nachdem wie viele Trophäen alle unsere Member geholt haben insgesamt. Und das wird dann eingeteilt in Divisionen und da wird es dann entschieden, gegen wen wir spielen. Die Clans einer Division treffen in der nächsten Phase des Turniers von Angesicht zu Angesicht aufeinander. Wichtig, die Divisionen bestimmen die Belohnung und die Punkte, die erforderlich sind, um die Ziellinie zu erreichen. Die Auswahl der Rivalen findet vor jeder Etappe statt. Die Clans werden gemischt und die Fünfer werden innerhalb derselben Division erneut ausgewählt. Das verstehe ich nicht ganz. Ist ja klar, wenn 5 Leute in der Division sind, dass die Gegner aus den 5 ausgewählt werden. Vielleicht verstehe ich es aber auch falsch. Müssen wir schauen, könnte auch ein Übersetzungsfehler sein. Danach beginnt das Rennen. In der ersten Phase, dem Aufwärmen, müssen Clans um Preise kämpfen, um Fraktionskerne, Fragmente von Helden und Verteidigern, Clanmünzen und spezielle Verbrauchszauber zu erhalten. Zaubersprüche können während jeder Schlacht im Turnier eingesetzt werden. Verteidige dein Tor, wirkt einen zusätzlichen Miniboss auf deinen Gegner oder verwandle ihre Einheiten in Stein. Also es gibt wohl verschiedene Zaubersprüche, dann könnt ihr das Tor verteidigen, einen zusätzlichen Miniboss spawnen lassen oder die Einheiten vom Gegner in einen Stein verwandeln. Du findest diese und andere Zauber immer noch im Clan Store. Phase 1. Nach dem Warm-up bleiben alle in der gleichen Division und kämpfen weiter um Preise. Stufe 2. Im Finale steigen die Clans, die Stufe 1 Platz 1 bis 3 belegt haben, in die nächste Division auf. Das heißt, von den 5 Clans steigen die ersten 3 auf und die anderen beiden bleiben in der Division und können weiter für Belohnung kämpfen. Clans, die den Platz 4 bis 5 verlegt haben, genau, oder die Ziellinie nicht erreicht haben, bleiben in derselben Division, kämpfen aber weiterhin um Belohnung. Genau, also entweder ihr seid von der Punkte her auf Platz 4 oder 5 gelandet, oder ihr habt gar nicht erst die Ziellinie erreicht, dann bleibt ihr auch in der Division. Die anderen 3 steigen auf. Im neuen Turnier werden die Verteidigungs- und Angriffsmechaniken geändert. Vergiss nicht, deine Verteidigerbosse zu verbessern, denn jetzt werden sie nur noch dich und deine Siegpunkte schützen. Ja, das ist sehr gut, denn meine Verteidiger sind vergleichsweise relativ hochgelevelt, würde ich sagen. Also levelt eure Bosse, die werdet ihr im Clan-Tournament 2.0 wohl etwas mehr gebrauchen können. Mit dem neuen Update wird es möglich sein, bestimmte Spieler des rivalisierenden Clans anzugreifen und ihre Turnierpunkte zu stehlen, wenn sie es natürlich schaffen, mit der Verteidigung fertig zu werden. Auch sehr interessant, das heißt, ihr habt jemanden im Gegner-Clan, der richtig viele Punkte hat, dann könnt ihr versuchen, den anzugreifen und seine Punkte zu klauen.
Wenn sie bei einem Versuch scheitern und keiner der Bosse töten, erhalten sie keine Punkte, aber ihr Gegner erhält Punkte als Belohnung für eine erfolgreiche Verteidigung. Also auch ein bisschen riskant, wenn ihr den dann probiert anzugreifen und ihr seid zu schwach und er euch erfolgreich abwehrt, dann habt ihr nichts und er hat noch mehr Punkte. Also muss man genau abwägen, ob man es schafft. Eine spezielle Liste zeigt ihnen, wer sie seit dem letzten Update des Turniertages angegriffen hat. Sie können im Gegenzug ausgeraubt werden. Vergessen sie nur nicht, dass ein Vergeltungsraub einer Sandale wie ein normaler Angriff verschlingt. Ja, das erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an Clash Royale, oder ich weiß nicht, welches Spiel war das? Clash of Clans eventuell? Wenn man angegriffen wurde, hat man es in der Liste gesehen und konnte dann sozusagen zurück angreifen. Sozusagen Rache. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Verschlingt aber auch eine Sandale, muss man natürlich auch drauf achten. Wenn sie einen Clan-Boost haben, behalten sie die Hälfte der verlorenen Punkte. Der Angreifer erhält das Gestohlene in voller Höhe. Nach jedem Angriff bleibt der Spieler für 60 Minuten unantastbar und das bei kompletter Zerstörung der Abwehr bis zum Ende des Turniertages. Ja, also wie gesagt, Clan-Booster aktiv. Da pushen sie nochmal ein bisschen ihr Pay-to-Win oder ja ihr Bezahl-Feature. Ich habe den tatsächlich doch öfters mal aktiv, den Clan-Boost, und der wird dann natürlich noch ein bisschen attraktiver, wenn man in der Verteidigung dann nur die Hälfte der Punkte verlieren kann. Ja, aber natürlich muss jeder für sich selbst wissen, ob da Geld reinsteckt oder nicht. Alle getöteten Bosse werden am nächsten Tag des Turniers wiederhergestellt, in Klammern beim Generieren von Sandalen. Also immer wenn die Sandalen neu generiert werden, dann sind auch eure Bosse wieder da, um euch zu verteidigen. Wenn sie nicht lange warten möchten, können sie die Wiederherstellungstrank verwenden. Es heilt Bosse, gibt ihnen 60 Minuten lang Immunität oder verlängert die aktuelle auf den gleichen Wert. Okay, also da, wo ich den Satz gelesen habe, ich habe es gerade eben schon einmal vorher gelesen, dachte ich mir so, oh no, die ganz dicken Payer, die werden sich einfach die Zaubertränke holen und 24 Stück am Tag einsetzen, sodass man die nicht angreifen kann. Aber dann habe ich natürlich hier ein bisschen zu Ende gelesen. Es wird auch die Hälfte der gestohlenen Punkte wiederherstellen, seit die Sandalen erneuert wurden. Einmal verwendet, geht der Trank in die Ablinkzeit. Das ist natürlich sehr gut, das heißt, ihr benutzt jetzt den Trank und keine Ahnung, danach könnt ihr 6 Stunden lang keinen weiteren Trank mehr benutzen. Sehr, sehr gut, ansonsten wäre es auf jeden Fall viel zu OP gewesen, aber auch hier kann man wieder Geld reinstecken für Tränke, um weitere Vorteile zu erhalten. Wäre vielleicht auch nice gewesen, wenn man Clan-Turnier einfach ja, nach den wirklichen Leistungen spielen müssen, sage ich mal, mehr oder weniger. Denn man wird sowieso schon Probleme haben mit jemandem, der seine Bosse zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie hochgepayt hat. Aber nun ja, so ist es, können wir nicht ändern, müssen wir durch. Steige im Level auf, nimm an Schlachten teil und hilf deinen Clan voranzukommen. Ja, das würde ich auch sagen, vor allem die Leute bei mir im Turnier, bei mir im Team. Ich hoffe, ihr seid da ein bisschen motiviert und wir werden da ein bisschen zusammen reingrinden. Sobald das wirklich raus ist, das Update, werden wir natürlich uns das alles anschauen. Wir holen jetzt hier erstmal die Chest ab. Hier gibt es nämlich auch nochmal 1200 Punkte für die Heldentaverne. Und das müsste bedeuten, dass wir den Avatar fertig haben, würde ich fast behaupten. Da ist er. Let's go. Noch 17 Tage zu gehen. Da ist natürlich noch einiges drin diesmal tatsächlich durch unser Opening gestern. Ich hoffe, ihr habt das Video nicht verpasst. Habt euch das mal angeschaut, was wir da gemacht haben, um vielleicht selber mal ein bisschen abgeschreckt zu sein, euch da Trixie-Kisten zu holen. So, wir machen es mal rein. Einfach just for fun. Und ich würde sagen, dann kommen wir hier heute zum dritten und letzten Punkt des Videos. Wir sind schon bei 9 Minuten. Natürlich hat der Spiegelkampf angefangen und Spiegelkampf bedeutet, wir haben die Chance auf einen weiteren Tesla. Ich habe 1200 Punkte sogar. Jetzt muss man mal überlegen, ob ich überhaupt cashen muss. 50, 150, 250, 300, 400. 400 bekomme ich. Das wären 1600 und ich hole mir einmal das hier für 99 Cent und dann bekomme ich den Tesla. Für 99 Cent diesmal. Und halt bis da hochzocken. Das wäre doch eine Variante, oder? Dann könnten wir nämlich den Tesla... Ah, wir brauchen 2 schon, um ihn hochzuleveln, sehe ich gerade. Ich wollte gerade sagen, dann können wir den Tesla auf 10 machen. Und mit Buch auf 11 klappt aber so nicht. Denn wir brauchen ihn 2-mal. Hm. 1000 bekommen wir da.
Müssen wir sehen. Auf jeden Fall, ihr seht, ich habe gestern Nacht schon gezockt und 600 Punkte geholt. 600 Punkte bedeuten 2 Siege. War sehr, sehr gut gestern. Und ich würde sagen, fürs Gameplay, dass wir hier auch ein bisschen Gameplay noch haben hier heute im Video, hauen wir nochmal eins rein. 2 Tickets sind noch nämlich wieder aufgeladen. Und wir springen nochmal rein ins Spiegelkampf-Gameplay. Mal gucken, ob wir genau so eine, ja, besseren Gegner bekommen, so wie gestern. Da lief es tatsächlich wirklich ganz gut. Und wir haben schön 2 Siege geholt. Inquisitor, Stase und Dämonologe. Okay. Interessante Paarung auf jeden Fall. Habe ich so im PvP auch nicht gegen mich gesehen, sage ich mal, in der letzten Zeit. Inquisitor natürlich ja. Aber mit Stase und Dämonologe eher nicht. Er hat sehr viele Dämonologen, die wird er wahrscheinlich auch zeitnah rüberschicken. Chaos kommt auch gleich noch. Ja, das bringt nicht so viel. Wir können ihm das rüberschicken, aber so viel bringt es natürlich nicht. Noch mehr Stase. Oh, ach, Beschwörer ist auch noch mit drin. Okay, stimmt. Ja, ist natürlich nur doof, genau, wenn man so viele bekommt, dann wieder die Anzahl der Inquisitoren zu fixen. Zum Beispiel jetzt noch ein. Dann wäre die erstmal gefixt. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Der Gegner hat nur ein Inquisitor. Ich glaube, da können wir erstmal uns ein bisschen drauf ausruhen. Denn der muss jetzt auch gleich erstmal Glück haben, wenn er uns alles rüberschickt, dass er da wirklich 4 Inquisitoren rausbekommt. So, wir haben jetzt schon das letzte Mana-Power-Up. Hat er aber auch gemacht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob sich das so auszahlt, wie er spielt. Aber wir werden es sehen. Ich möchte hier natürlich niemanden schlecht machen. Aber das alles schon ins Mana-Power-Up reinzustecken, ungewiss, ob er gleich 4 Stück bekommt. Riskant auf jeden Fall. Katze knurrt schon wieder, es tut hier niemand was. Eieiei. So, jetzt fusioniert er nämlich. Er will uns jetzt gleich Chaos reindrücken. Also der will uns die jetzt reindrücken, bevor Chaos kommt, oder? Nee, auch nicht. Doch, will er. Ja, hat aber nicht so geklappt. Okay, er hat sich einfach durchchangen lassen, in der Hoffnung, dass da ein paar mehr Inquisitoren bei rumkommen. So, und wie lief's für ihn? Ja, wenn da jetzt ein Vierer rauskommt, dann wäre es nicht schlecht tatsächlich, wenn er die beiden Dreier zusammenzieht. Oh, 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 ein Vierer-Beschwörer. Ich glaube, ich muss nicht so viel machen, glaube ich. Ich weiß nicht. Tribunal ist natürlich heftig jetzt gleich tatsächlich. Wir haben 3 Zweier. Vielleicht bekommen wir noch einen Zweier beim Fusionieren. Der wird natürlich ordentlich reinhitten gleich, tatsächlich. Ansonsten würde ich nämlich jetzt die Stasen hoch power uppen. Aber in der Hinsicht, dass gleich Tribunal kommt. Ja, schwierig tatsächlich, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber mal gucken. Er hat weiterhin 4. Wir sind bei 7. Trotzdem macht er gefühlt auch gut Schaden. So, ich mach mal die Stase ein bisschen hoch. Tribunal wird uns wehtun ein bisschen, glaube ich. Wir haben aber noch 2-6 in der Hinterhand an Mana. So, wir schicken ihm ja noch den Boss rüber. Also hier diesen generierten Boss durch die, ja, wie heißt sie? Mary? Ich spiele die so selten, da weiß ich jetzt gar nicht, wie die heißt. Richtig. Aber es sieht ganz gut aus. Oh, sein 64k-Boss hat auch noch gelebt. Jo, jo, jo. Wir schicken ihm noch ein bisschen was rüber, würde ich sagen. Wir machen noch ein bisschen Druck. Wir sind auf 10 tatsächlich.
Ja, er wird es hinkriegen auf jeden Fall. Ich glaube, ich lasse es jetzt mal so. Ich hätte jetzt noch Mana im Petto, um ein bisschen was zu leveln. Aber ich glaube, wir stehen ganz gut. Okay, jetzt kriegt er einen Dreier-Inquisitor, was nicht schlecht ist. Wir lassen es mal kurz laufen. Ich riskiere es mal jetzt, nichts zu machen. Obwohl er mehr Stasen hat, ne? Das könnte natürlich auch die Entscheidung bringen am Ende. Na komm, wir machen doch noch mal was. Das gefällt mir ganz gut, die Anzahl der Stasen. Er hat 7. Wir auch. Jetzt sind wir fast gleich auf. Ich habe einen Dreier mehr, der ist aber kopiert. Ansonsten sind wir genau gleich, würde ich behaupten. Aber wir sind ein bisschen weiter. Wir haben ein bisschen mehr schon abgearbeitet. Könnten wir holen, je nachdem, wie die Stasen halt auch fliegen, ne? Ist halt ein bisschen random jetzt. Hexenmeister kommt als nächstes. Wir haben so viel Mana im Petto. Vielleicht sollten wir doch nochmal fusionieren. Ist halt riskant, ne? Wenn dann noch zwei, drei Dreier hier rausspringen, wäre es nicht so gut am Ende. So, wir hauen ihm nochmal die Mary rüber. Und müssen jetzt hoffen, dass der Hexenmeister ihm hier zum Beispiel den Dreier hier wegschießt. Und uns bitte nicht. Ja, das ist okay. Das ist okay. Aber wir müssen jetzt Mana verwenden tatsächlich. Jetzt ein paar Dämonologen noch rüberschicken, ne? Das wäre es halt. Aber es kommen keine, leider. Es kommen leider keine. Jetzt aber viel zu spät, oder? Aber er gibt uns hier Zeit zum Fusionieren, das ist schon mal gut. Ah, die sind kopiert, die Dreier, aber mal gucken. Aber ey, das sieht doch gut aus. Der Hexenmeister läuft auf jeden Fall rein. Schade, dass der nicht überlebt hat, da der Kleine von uns. Aber wir hätten Mary noch hinterher schicken können. Generiert die so oder so dieses Monster? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es sieht gut aus. Gutes Spiel. Er hat nur noch einen Inquisitor. Was will er damit anstellen? Das haben wir, würde ich sagen. Für den Flex hier noch den Dämonologe Ich drücke ihm noch die Mary rein hier. Den Boss. 133k auch nochmal, glaube ich. Muss man auch erstmal wegarbeiten. Chaos, 27 Sekunden. Ich glaube nicht, dass der Chaos ihn so sehr helfen wird, wenn er es da reinschafft, dass er das gewinnt. Aber mal schauen. Nee, nee, es wird schon vorher vorbei sein. Gutes Spiel. Dritter Spiegelkampf, dritter Sieg. Das kann man auf jeden Fall machen. 3 aus 3. Gar nicht schlecht. Damit die nächsten 300 Punkte. Und die Karrierequest beendet. Spiele 3 Eventkämpfe. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Was haben wir jetzt? Erhalte 5000 Gold, erreiche 900 Crit-Schaden. Ja, dann gehen wir in Phase 21 wahrscheinlich heute noch. Sehr, sehr gut. Und das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es war heute nicht zu viele Infos mit dem Clan-Turnier. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zum Clan-Turnier 2.0 in die Kommentare. Schreibt mir eure Fraktions der Woche-Decks in die Kommentare. Und was ich machen soll. Tesla für 1 Euro holen und erstmal nur einen mitnehmen oder gucken, ob ich irgendwie zwei bekomme, um den auf 10 und mit Buch auf 11 zu leveln. Ich bin immer noch ein bisschen überfragt, aber ja, wir sehen uns morgen im nächsten Video wieder. Da gucken wir uns mal Fraktion der Woche ein bisschen genauer an. Und ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao. Say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay.